Moin Leute, herzlich willkommen, neues Video auf meinem Kanal. Wir zocken weiter SteamWorld Build und wir wollten uns in dieser Folge hier weiter durchbuddeln und schauen, ob wir nicht irgendwo so eine blöde, wie schimpft es sich, Vectron-Schrottader endlich mal finden. Das ist so momentan das Hauptziel, was wir haben. Und dann gucken wir mal, ne? Irgendwo muss es den Kram hier geben. Okay. Da muss erstmal unser Aufräumtrupp wieder rein. Nicht, dass wir jetzt zu viel hier triggern. Das ist immer das Problem, wenn man von zwei Seiten aus angreift, ne? Immer wichtig, Rubine kaufen. Produktion 90% weniger Arbeitskräfte, das ist, glaube ich, sehr gut. So, wir brauchen aber auch nur noch ein paar hiervon, ne? Okay, wo haben wir die jetzt hergekriegt? Ja, genau, hier, der braucht den Düsenpilz. Okay. Hätte ich mir ja fast denken können, wa? Ach, da hatten wir schon eingebaut. Jetzt so noch einen dahin. Weil hier haben wir jetzt ordentlich Vectron-Schrott, was richtig gut ist. Was macht das Ding hier? Wieso taucht es einfach mitten in unserer Basis auf? Na los, Leute, ihr müsst hier ein bisschen Schrott wegräumen. Okay, kunstinspirierte Gemälde fehlen noch, aber wir kriegen ja jetzt erstmal wieder ein bisschen was dazu. Es kostet Vectron-Teile, dieser Kram. Okay, wir dürfen nicht an zu vielen Fronten zeitgleich buddeln. Das gibt sonst nur Murks mit dem Hinterherkommen von Flammenwerfer, okay. Das gibt sonst nur Murks hier mit dem Hinterherkommen von Stützen bauen.
So. Hier sind immer noch ein paar Schürfer arbeitslos. Teiletechnisch müssten wir jetzt eigentlich ein bisschen was zusammenkriegen. Also wenn wir die so einzeln aufknacken, dann geht das eigentlich, ne? Okay, da geht's erstmal nicht weiter. Können wir erstmal hier den Kram noch wegnehmen. Da haben wir einen Schalter. Schaufel und Schild. Ich schätze mal, dass wir hier überall Stützen brauchen. Bauen wir erstmal hin, ne? So, was sagen unsere Ressourcen? Okay, das passt erstmal. Okay. Hatten wir diese Fabrik jetzt schon gebaut? Ich weiß gerade gar nicht. Das hier eben. So, wo ist denn Einsturz gefährdet? Okay, von wo noch? Von hier jetzt auch. Okay. Fehlen Vektronteile. Ich krieg die Krise, ne? Machen wir das erstmal so. Und ich schätze mal, wenn die von beiden Seiten aus angreifen, dass sie dann erstmal da unten kommen werden. So, wo ist die Waffenkammer? Das hier ist die Waffenkammer. So. Warum kommt schon wieder hier jetzt so ein Ding aus der Erde? Okay. Du wirst angegriffen. Dann gucken wir mal, was das gibt, ne? Aber beim letzten Mal hatten wir den ja noch nicht von Anfang an stehen. Ich weiß auch gerade nicht, wo unsere Verteidiger sind. Okay, die haben erst da oben verteidigt anscheinend. Bin mir halt nicht sicher. Ich glaube, dass wir hier unten auch so langsam ein paar mehr Mechaniker brauchen, ne? Sechs Felder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aber drei Mechaniker. Jetzt brauchen wir nochmal 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So.
Mit vier Mechanikern sollten wir besser klarkommen. Okay, was sagt hier die andere Seite? Ja, die andere Seite sagt hier gerade, ich bin ganz schön im Eimer, ne? Tja, wie können wir denn da oben die Seite noch besser abdecken mit Verteidigung? Weil die sind ja irgendwie alle hier unten zugange. Es wäre halt irgendwie geil, wenn man so simple Sachen wie Türen bauen könnte, ne? So doof sich das anhört, aber. Also hier oben muss deutlich mehr Verteidigung hin. Na, wie viel haben wir denn noch? Da könnten wir noch. Na, der ist halt hier schwierig zu platzieren, ne? Also es steht ja zwingt, Feinde ihn anzugreifen. Ich kann das aber noch nicht wirklich deuten. Okay, so, ihr rennt jetzt schnell hier hoch. Okay. Lasst euch nicht fressen, bitte. Aber wir haben es so. Baue Raketentreibstoff. So, den haben wir umgelegt. Der rote fehlt noch. Der rote geht irgendwo hier hinten hin und den blauen. Okay, da ist eine Tür. Die Tür haben wir schon geöffnet. Nun gut. Dann wollen wir die hier mal erwecken? Mechaniker können ja erstmal hier alles jetzt aufbauen. So, dann gucken wir mal. Genau, die Raketenaufbereitungsanlage haben wir schon gebaut. Dann werden wir definitiv wieder mehr Gas brauchen. Da haben wir im Moment 2,3 im Überschuss. Das ist okay. Und eigentlich haben wir mittlerweile alles gebaut, was man bauen kann. Das heißt also, solange uns jetzt nicht irgendwo eine Grundressource ausgeht, ist alles schick. Das ist auch, dass wir das hier mehr oder weniger komplett ausgewogen haben, ne? Ja. Das Geld schwindet, weil wir die ganze Zeit die Teile zukaufen müssen, ne? Das will ich haben. Ich glaube, das hilft uns. So, aber wie gesagt, hier oben können wir eigentlich im Moment nicht mehr viel machen. Das hüdelt hier alles schön für sich hin, ne? Ich finde ja immer noch die hier so mega geil, ne? Also ein ordentlicher Wuselfaktor hier, ne? Man merkt auf jeden Fall, hier ist ordentlich was los. Finde ich auf jeden Fall geil gemacht. Das bringt uns hier alles nichts. Aber wir hatten noch irgendwas, wo wir deutlich weniger Personal für brauchten, ne? Wo ist denn Personal drin? Und sind die Dienstleistungsgebäude, ist kein Personal, aber es gab doch auch, ist der Saloon. Hat auch kein Personal. Okay, dann. Was hat denn hier so richtig viel Personal? Da sind 30 drin.
Ich glaube, Wasseraufbereitung. Und 15% Produktionschance. Könnten wir eigentlich auf die Vectron-Teile gut gebrauchen, ne? Wo sind denn die Vectron-Teile im Moment? Da. So. Dann noch mal eben hier runter. Wo waren unsere Grünen? Hier sind unsere Grünen. Die kriegen hier noch mal Rekrutierung plus 3. Okay. Deckt das? Guter Distanzschaden versus hoher Distanzschaden. Also keine Ahnung, ob das deckt, ne? Also. Das Problem ist, man kann sich ja die Leute hier nicht einzeln angucken. Das ist ein bisschen schade. Hatten wir das hier nicht schon aufgebuddelt? Okay, da brauchen wir 8 Wachen, um die Tür aufzumachen. Ach, die greifen mich hier schon wieder an. Ach, auf beiden Ebenen greifen die jetzt an. Ach du Heiliger. Auch wenn es weh tut, aber Waffenkammer zu klein. Wo hatten wir die Waffenkammer erweitert? Hier hatten wir die Waffenkammer erweitert. Bis wohin geht denn die Waffenkammer? So. Kommt die Verteidigung hier jetzt besser klar? Ich hoffe mal. Ha, endlich. Auch Teile. Aber endlich, wir haben so eine Vektorenquelle gefunden.
So, das heißt 8 und 15, okay. Aber hier haben wir es verteidigt. Wie sieht's hier aus? Hier ist noch irgendwo wackelig. Ach so, weil die uns hier natürlich als erstes immer die Dinger wegreißen, ne? Aber gut, hier steht die Verteidigung. Teleporter. Teleporter wären ja eigentlich auch ganz praktisch, ne? Ah, okay, das funktioniert auch mit dem Gas. Wie geil ist das denn? Das funktioniert auch mit dem Gas. Funktioniert das dann auch mit den Dingern hier? Wäre ja zu krass, wenn das damit auch funktioniert. So, da. Na, ich glaube, das sieht verteidigungstechnisch doch deutlich besser aus, ne? Okay, jetzt sind wir hier nur noch bei minus 1. Nochmal hier in die dritte Ebene. Haben wir genug, um das Ding zu bauen? Nein, es fehlt noch ein bisschen Plastik. Gib uns Plastik. Wobei können wir in der zweiten Ebene mit Teleportern arbeiten, um das Plastik schneller abzubauen. Wobei wir eigentlich hier echt bei beiden gutes Plus haben, ne? Nun gut, hier brauchen wir 8. Wir machen die Tür mal auf. Und hier können wir mal gucken, was passiert, ne? Wenn wir da ein bisschen rumbuddeln. Na, okay, hier kommt gleich auch wieder der nächste Angriff. Jetzt ist ja hier die Frage, müssen die das jedes Mal hier hinbringen? Ich bin mir halt nicht sicher, ob das hiervon auch dann. Das scheint aber nicht zu funktionieren, ne? Das scheint nicht zu funktionieren, schade. So, aber das sollte jetzt hier genug sein, jawohl. Jetzt brauchen wir hierfür nochmal 8 Plastik. Da ist die nächste Vektorenquelle, sehr gut.
Bin mir halt noch nicht so sicher, wie gut das ist, dass wir das aufmachen, ne? Aber. Das sollten wir hier noch nicht brauchen, ne? Ah, da ist wieder so ein Kackwurm. Eine Waffenkammer zu klein. Wo ist unsere Waffenkammer? Das ist nicht die Waffenkammer, das ist nicht die Waffenkammer, das hier ist die Waffenkammer. Irgendwo dran fehlt es uns wieder. Fehlt es uns an Plastik. Da sind auf jeden Fall zwei. Wir entdecken ganz viele neue Adern. So, da müsste die Tür jetzt gleich auch entriegelt sein, oder? So, und Stampfer dahin. Und da brauchen wir erstmal wieder Plastik für. Irgendwie kommt das Plastik nicht so wirklich gut hinterher, ne? So. Aber das sind jetzt ist hier die Tür noch aufgegangen. Okay. Da tauchen wieder Feinde auf. Also hier ist auf jeden Fall sehr viel abzubauen, abgetragen, wie auch immer, ne? Aber wir brauchen halt im Moment deutlich zu viel Plastik. Bin halt gerade echt am Überlegen, ob wir hier oben noch mal so eine Plastikfabrik bauen, ne? Könnte unter Umständen noch mal. Deine Forscher müssen zu 100% zufrieden sein. Ja, ich würde es gerne hier irgendwo hinbauen, aber irgendwie. Okay. Okay, dauert ja noch ein paar Minuten, bis wir hier angegriffen werden. Dann können wir die hier nochmal eben ausbuddeln. Und wir können aber hier auf jeden Fall auch nochmal eben. Hier passiert so viel. Hier ist noch ein Teil, okay.
Okay, hier sollten wir erstmal alles abgestützt haben. Können wir nochmal was aufmachen, sehr schön. So. Dann arbeitet die schon mal vollautomatisch. Und da brauchen wir 17 für. Ich habe so das Gefühl, dass die Verteidigung so langsam gut steht, ne? Aber ich habe das Gefühl, dass hier die nicht automatisch da reinfahren, ne? Also das scheint nicht zu funktionieren. Es geht wirklich anscheinend nur mit Maschinen. Bei dem Gas hätte ich es auch nicht gedacht, dass es geht, aber es ist halt ganz praktisch, dass es geht. So, dann machen wir das nämlich noch so damit dran. Hier haben wir noch eine weitere Fabrik dran gesetzt. Das passt ja dann jetzt auch alles. Ja, dann haben wir hier sogar noch eine bauen, theoretisch. Theoretisch können wir sogar noch eine bauen. So. Ach genau, wir könnten ja hier jetzt theoretisch auch noch mal. Dampfgerät mit dran setzen, ne? Für mehr Effizienz. Jetzt ist nur die Frage, reicht jetzt die Kohle noch? Die Kohle reicht noch, ja. Wartet auf Ressourcenlieferung. Okay, vielleicht sollten wir dann hier so langsam noch ein weiteres Lager hinsetzen. Na, was soll der Geiz? Da wollte ich gar nicht drauf, ich wollte hier drauf. Für zwei Auslieferungen zeitgleich. So, Kohle ist okay. Vectron-Schrott ist noch krass im Minus. Also, aber warum sind die Forscher nicht 100% zufrieden? Das würde ich normalerweise jetzt gerne hier drüber irgendwie sehen können. Einwohnerbonus plus 5, was auch immer das heißen soll. Ach, den fehlt das noch. Den haben wir noch gar nicht gebaut. Hier das Observatorium, weil wir keinen Platz dafür hatten, ne? Den müssten wir im Normalfall dahin verschieben können, ja. Aber das bringt uns halt nicht viel, ne? Wir müssten den hier noch wegbekommen. Was fehlt ihm hier? Hier fehlt ihm Saloon und Waschen. Wo war denn der Waschsalon? Der war doch auch irgendwo hier, ne? Saloon und Waschen, okay. Ja, die sollten wir eigentlich alle da oben. Ach, man kann auch.
Saloon und waschen. Müssen wir irgendwie gucken, auf Dauer muss das ja funktionieren hier. Das heißt, wir kommen da ja nicht drum rum, das hier nochmal eben zu fixen. So, und hier haben wir immer noch, das ist das weiteste Weggebäude. Das heißt, den dort können wir upgraden. Und jetzt hätte ich gerne eine Übersicht. Was ist das hier? Ist das hier eine neue Gegend, wo ich angegriffen werde? Anscheinend, ja. Okay. Hinten in der Ecke laufen die eigentlich nicht lang, ne? Aber wenn doch. Waffenkammer zu klein. Und die Zeit läuft schon wieder ab. Also hier in der Ebene muss ich ja ganz ehrlich sagen, sind die Angriffspunkte echt ganz fies gesetzt, ne? Nicht auf fruchtbarem Boden möglich. Position blockiert. Das werden wir den einen rübersetzen. Wahrscheinlich haben wir nicht genug dafür, um den zu bauen. Ne, nee, haben wir noch nicht. Okay. Hier hinten die Ecke verteilt sich ganz gut, vor allem weil die erst die Dinger angreifen. Das ist nicht verkehrt. Oh. Es fehlt an Diesel. Das haben wir sogar mittlerweile fast im Griff, ne? Das haben wir sogar mittlerweile fast im Griff. So, ein bisschen mehr Plastik brauchen wir noch. Ja, okay, die Teile ist okay. Der Diesel. Und Glasflaschen. Was ist da los? Weil wir minus 7 Arbeiter haben. Okay. Aber ich hätte gerne einen Überblick über diese Leute. Also es ist ja schön und gut, aber ich kann die Gebäude nicht gut auseinanderhalten, bin ich ganz ehrlich. Was ist denn?
Und was fehlst du denn? An dir fehlt's ja gar nicht, oder? Doch alles schick. Und ich hoffe mal, dass jetzt, sag ich mal, alle von denen in Reichweite sind. Was ein Mist. Okay, jetzt sind die anscheinend alle zufrieden. Jetzt dürfen wir auf jeden Fall nichts mehr ändern. Müssen noch mal den Diesel in den Griff kriegen. Das heißt, heißt, wir können noch mal eine Raffinerie bauen. Und dann noch mal so ein Ding. Dann sollten wir das wohl in den Griff kriegen, ne? Dann haben wir hiervon mehr und hiervon kriegen wir auch mehr. Gas brauchen wir dringend mehr und Düsenpilze brauchen wir mehr. Gut, das wird aber was für die nächste Folge. Ich weiß nicht, ob die nächste Folge vielleicht schon die Finalfolge wird, weil ein Raketenteil haben wir ja schon. Na, das wäre ja hier unten. Das werden wir dann auf jeden Fall auch schon mal anfangen auszubuddeln, dass wir das für nächste Folge haben. Und dann gucken wir mal, was uns hier noch erwartet, ne? Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, wenn ihr es noch nicht habt. Und ansonsten gerne ein Abo da lassen, gerne was in die Kommentare schreiben. Und dann gucken wir mal, dass wir den Rest hier noch gewuppt kriegen, ne? Wäre ja gelacht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bedanke mich fürs Zusehen. Ciao, ciao.